Hallo zusammen, hier ist wieder Ultra und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Ich wollte euch nämlich wieder eine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Ich war nämlich wieder fleißig und habe mir zwei nette Items rausgesucht, die ich euch zeigen möchte. Ich habe mir nämlich zwei TCG-Toys angeschafft und zwar einmal hier den Anbindepfosten des Kampftrupps und das zweite, was wir haben, ist das durchscheinendes Portal. Und die beiden, ja, wollen wir uns heute mal angucken. Viele Toys brauche ich ja nicht mehr. Ihr seht schon, es werden noch insgesamt zwei angezeigt. Ich habe 619 von 621 Toys und die zwei angezeigten sind quasi, ja, beide, die man durch Promotion-Events bekommt, unter anderem durch das Kartenspiel-Event. Ihr seht schon, den Anbindepfosten haben wir hier. Das andere ist aber leider nicht das unerschöpfliche Liederfeuerwerk, sondern ein Hidden Toy. Und ja, das Ganze werden wir uns jetzt einmal anschauen. Was habe ich gezahlt für die beiden Toys? Und zwar haben wir 32,50 Euro hier für den Anbindepfosten gezahlt. Das ist ein relativ günstiges Toy. Ich glaube sogar das günstigste von den TCG-Toys, die nicht im Black Market vertreten sind. Es gibt einige von diesen TCG-Geschichten, die sind im Black Market, manche nicht. Warum auch immer. Ja, die kann man sich leider quasi nicht in-game so kaufen, deswegen ja, habe ich mir die jetzt erst ganz am Schluss geholt. Und das zweite ist ein relativ teures Toy, und zwar der Portalstein. Oder, ja, wie er hier heißt, durchscheinendes Portal, kostet 150 Euro. Und jetzt würde ich sagen, tragen wir die gleich schon mal in meine Tabelle ein. Das ist die Card Market Seite. Da habe ich mir die übrigens geholt. Also, falls ihr euch auch Sachen holen wollt, Card Market ist eine relativ coole Seite. Und da lief bis jetzt alles ohne große Probleme. Ich wollte aber eigentlich hier hin. Und zwar auf meine Tabelle. Und da haben wir nämlich die beiden Geschichten. Einmal den Portal Stone. Ich habe ihn jetzt für 150 geholt. Hier war er noch bei 120. Ja, welchen halbes Jahr früher dran gewesen wäre, günstiger gewesen. Aber so ist das. Da habe ich ein bisschen zu lang gewartet. Und das zweite ist hier der Anbindepfosten. Den können wir jetzt auch rauslöschen. Hier löschen. Und die tragen wir dann beide mal unten ein. Und zwar hier der Portalstein. Da haben wir 150. Und einmal hier, ja, der Anbindepfosten, was hat man gesagt, irgendwas um die 32,50. Komm, wir runden es einfach auf, ich will jetzt hier keine Kommabeträge drin haben. Gut, dann sind jetzt hier noch offen einmal der Portal, hier das dunkle Portal quasi, das ist noch offen. Und dann haben wir noch das Feuerwerk, also die beiden Sachen brauchen wir noch. Mal gucken, wann wir uns dann die holen können. Gut, okay. Jetzt schauen wir mal, was diese Items so können. Und zwar lernen wir die beide mal. Einmal den Anbindepfosten. Achso, und achtet jetzt hier oben mal drauf. Ich habe jetzt 620 von 621. Wenn wir jetzt hier das lernen, dann erhöht sich auch unser Maximum. Also tatsächlich ist das Maximum, das oben angezeigt wird, nicht das richtige Maximum, sondern das ohne Hidden Toys. Und wenn ihr natürlich mehr Hidden Toys habt, könnt ihr euer Maximum auch erhöhen. Das ist übrigens genauso bei Erfolgen, bei Mounts, bei Pets auch so. Also es gibt einige Sachen, die blöderweise hidden sind. Warum Blizzard das macht, weiß ich nicht, aber sie machen es halt. Gut, wir gucken als erstes den Anbindepfosten an. Und zwar den können wir hier aufstellen. Ach, den tun wir auch mit zum Hammer aufbauen. Und dann haben wir hier diesen Anbindepfosten. Und es steht dran, wir brauchen zumindest eine Reitfähigkeit von unerfahrener Reiter. Und wenn wir die haben, können wir hier drauf drücken und kriegen quasi so einen Gaul. Ihr seht nämlich hier schon, wie es aussieht. Einfach als Mount. Und das ist jetzt hier 100er Reitgeschwindigkeit. Das können eure Gruppenmitglieder quasi auch holen. Also sprich, wenn eure Gruppenmitglieder nur miese Mounts haben, könnt ihr das Ding aufstellen und haben sie mal was Anständiges. Ja gut, ich sag mal so, so krass ist das Pferd jetzt nicht, aber nice to have, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das Model genau so irgendwo so als Mount hat. Ich habe zwar viele Mounts, aber bis wir da jetzt durchgesucht werden, ist glaube ich morgen. Was habe ich jetzt? Ich bin bei 641 Mounts, also da werden wir wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen brauchen. Gut, so viel dazu. Dann gucken wir uns das zweite Item an, das teure bzw. Hidden Item, den Portalstein. Portalstein. Und zwar ist das tatsächlich ein Ruhesteinersatz.
Wenn wir das nämlich einsetzen, dann ist es ganz normal wie unser normaler Ruhestein. Theoretisch können wir jetzt auch den Ruhestein aus dem Inventar nehmen und den wegschmeißen. Und ich würde sagen, da scrollen wir jetzt mal ein bisschen näher ran, wie der Effekt aussieht. Das interessiert mich nämlich jetzt tatsächlich. Und wenn wir da drauf drücken, schaut mal an. Also wie von diesen Astralen diese Geschichte. So sieht jetzt unser Ruhestein aus. Wenn wir ihn durchcasten, dann porten wir uns weg. Das wollen wir jetzt aber an der Stelle nicht. Und was hat der? Also der hat auch keine Abklingzeit. Den könnt ihr, obwohl doch, wenn wir drauf drücken, hat er 1 Sekunde Abklingzeit. Und der castet, wie lang castet er? 10 Sekunden lang. Wie ka lang castet der Ruhestein? Auch 10 Sekunden, okay. Also es ist nicht schneller oder langsamer. Nettes Teil auf jeden Fall. Gut, dann können wir jetzt zum guten Schluss noch einmal checken, wie es jetzt mit den Toys im Allgemeinen aussieht. Und zwar gehen wir da auf die Simple Armory Seite. Und hier können wir, was ich ja euch bei den letzten Toy-Videos auch schon gezeigt habe, einmal mit dem Befehl SA Toys, den kopieren wir uns hier oben mal raus, mittels dem Simple Armory Add-on, ja, die Toys in, ja, hier einmal rauskopieren und das eintragen auf der Seite. Das sind nämlich die ganzen Item-IDs. Und dann kann die Seite das auslesen, welche Toys ihr habt und die werden angezeigt. Ne? Bei den Mounts, Pets, Toys, Achievements müsst ihr das nicht machen. Da kann hier Simple Armory das von der normalen Blizzard Armory rausziehen. Aber da Toys nicht auf der Blizzard Armory angezeigt werden, sondern ihr nur in-game seht, kann es das auch leider nicht auslesen, muss es halt über diesen Weg machen. Gut, wenn wir jetzt hier runter scrollen, seht ihr, es sind jetzt noch 3 Sachen offen an Toys. Jetzt müssen wir mal gucken, was oben das Ding sagt. Ja, 3 sind quasi Differenz von 611 auf 614. So viel kann ich in Mathe tatsächlich noch. Und das ist einmal hier das Feuerwerk, was noch offen ist. Dann haben wir noch eine Ogerstatue quasi und das dunkle Portal. Und ja, leider sind das 2 Hidden Toys. Es wird nämlich hier nur dieses Feuerwerk angezeigt. Und sowohl das Feuerwerk als auch diese zweite Ogerstatue oder Ogergötze, wie man es auch immer betiteln möchte, sind leider Toys, die man eigentlich nicht mehr bekommt. Ich hatte es in den letzten Videos schon erklärt, das sind solche Geschichten, da hat man damals Punkte bekommen, wenn man TCG-Codes eingelöst hat. Und das war, glaube ich, nur in Burning Crusade und in Classic der Fall. Dann, ich glaube, mit Cutter haben sie die Seite dann down genommen und dementsprechend gibt es diese Punkte nicht mehr und auch diese Toys. Und wahrscheinlich kommt man da jetzt nicht mehr ran. Ne? Heißt, ich kann wahrscheinlich nur noch das dunkle Portal bekommen. Das ist auch ein Ruhestein, so wie der Portalstein. Nur, dass man dann halt nicht dieses astrale Ding hat, sondern man stellt wirklich das schwarze Portal auf oder das dunkle Portal. Und das sieht schon ziemlich krass aus. Dafür kostet es auch relativ viel. Ne? Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an der Geschichte. Ja, damit wären wir wieder durch hier an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne beim nächsten Mal wieder. Euch la, bis dann. Ciao.